السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دو دن پہلے Vor zwei Tagen ist ein Diener der Jamaat, Mohtaram Sahibzada Mirza Khurshid Ahmad Sahib, der eine sehr lange Zeit für die Jamaat gedient hat, verstorben. Allah hat ihn sowohl eine spirituelle und als auch eine körperliche Verwandtschaft und Verbundenheit mit dem verheißenen Messias des Islam erwiesen. Es ist das Gesetz Allahs, dass derjenige, der in diese Welt kommt, auch diese Welt eines Tages verlassen muss und alles ist vergänglich, außer das Wesen Allahs. Nur das ist ewig. Aber glückselig und selig sind diejenigen, die diesem weltlichen Leben einen Sinn zu verleihen versuchen und sich darum bemühen, das Wohlgefallen und die Zufriedenheit Allahs zu erlangen, die es begreifen und verstehen, dass die Verwandtschaft mit einem Wali oder mit einem frommen Menschen oder Propheten nicht dazu führt, dass das Leben automatisch einen Sinn bekommt und das Wohlgefallen Allahs dadurch erlangt wird, sondern ist es die Tat und die Handlung des Menschen, die dazu führt, dass er Allahs Wohlgefallen erlangen kann. Er versteht es, dass es nicht nur eine körperliche Beziehung ist zu einem Menschen, zu einem Gottgeliebten, die den Sinn der Beziehungen erfüllt und dazu führt, dass man mit Allah eine Verbindung aufbauen kann, sondern es sind die Taten, die einen Menschen zu einem solchen machen, der Allahs Wohlgefallen erlangt. Der verheißene Messias, das Islam, sagt, dass der heilige Prophet zu Hazrat Fatma zu sagen pflegte: O Fatma, du wirst nicht Allahs Wohlgefallen erlangen, indem du meine Tochter bist, weil du meine Tochter bist. Um seine Zufriedenheit zu erlangen, musst du dein Leben nach seinen Geboten und Verboten zu richten versuchen. Und wenn du dies
auch vollbracht hast, auch dann musst du Allah fürchten, dass Allah diese Bemühungen annimmt und dass Allah es zu einer guten, zu einem guten Ende kommen lässt. Ich weiß es selber und ich hatte eine sehr innige Beziehung mit Mr. Khurshid Ahmad Saheb. Ich habe ihn von Namen kennenlernen dürfen. Auch weitere Menschen haben mir geschrieben. Sehr viele Schreiben sind gekommen, dass er es wusste, mit sehr viel Demut seinen Wakf zu vollziehen. Und er hat niemals Stolz gezeigt über seine Familienzugehörigkeit zum verheißenen Messias. Er war auch letztes Jahr hier und hat auch mich gebeten für sein gutes Ende zu beten. Und es gab einen Menschen, der dem viele gefolgt sind, und er hat ständig seinen Tod vorwegschieben wollen und hat nicht sterben wollen und auch zu seinen Anhängern ständig gesagt, noch nicht, ich möchte noch nicht. Und als er verstorben ist, hat einer seiner Anhänger ihn in einem Traum getroffen und er hat ihn nach dem Grund gefragt und er sagte, er hat aber dieses noch nicht auf dem Satan bezogen gehabt, der ihn ständig versucht hat verführen. Es war nicht auf seinen Tod gerichtet, sondern auf die Versuchungen des Satans war es eher gerichtet. Und das hat er seinem Anhänger geantwortet. Er war sehr besorgt über sich und hat es ganz genau gewusst, was der Geist von Waqf ist und hat auch dementsprechend seinen Dienst geleistet. Gegen 10 Uhr Zeit von London ist er verstorben. Er war 85 Jahre alt. Er war der Urenkel des verheißenen Messias al-Islam, Mirza Sultan Ahmad Sahib, der der älteste Sohn von Hazrat Masih Maud al-Islam war, dessen Enkel war, Sohn war er. Und Mirza Aziz Ahmad Sahib war sein Vater und der Enkelsohn von verheißenen Messias al-Islam, jener Enkelsohn, der das Bad des verheißenen Messias al-Islam vor seinem Vater abgelegt hatte auf die Hand des verheißenen Messias al-Islam. Am 12. September 1931 ist er in Lahore geboren und im April 1949 hat er in der 10. Klasse sein Waqf bekannt gegeben und verkündet und angetreten. Er hat danach das College abgeschlossen und gemäß der Anweisung von Muslim in Lahore Master in Englisch absolviert. 1956 hat er seinen Dienst in dem Lehrdienst an dem TI College in Rabwa angetreten. Auch ich bin sein Schüler gewesen. Er war ein großartiger Lehrer. Sehr viele Menschen haben mir geschrieben und das bestätigt, dass er sich sehr gut vorbereitet hat und er sein Fach vollkommen beherrschte und gut bewandert war und auch sehr beliebt unter den Studenten war. Viele Studenten mochten ihn und er war sehr beliebt.
1974 hat er ein Stipendium bekommen und ist nach London deshalb gefahren. Weitere Dienste für die Jamaat werde ich jetzt im Folgenden erwähnen. In den Aufruhrzeiten von 1974 hat er mit dem dritten Kalifen, möge Allah gefallen in einem haben, in den Prozessen ihn begleitet und ihm ihn gedient, den Kalifen gedient und mit ihm zusammen in Qasr-e Khilafat auch gewohnt. Ebenso hat Hazrat Muslim Maud Razilat Allah Anhu hat angeordnet für die Waisen in Rabwa ein Bildungsprogramm und ein Erziehungsprogramm zu starten und das Nusrat Foundation bezeichnet wurde und später wurde das auch umbenannt. Und er war auch der Leiter von dieser Initiative. Am 30. April 1973 wurde er als Nazir Khidmat Darveshan, also für den Dienst und für das Wohl der Darveshan, wurde er ernannt. Er war auch in diversen Komiteen der Leiter und hatte auch diesen Segen, aus dieser Hinsicht zu dienen. Ab Oktober 1988 bis September 1991 war er Nazir Umure Amma und durfte so dienen. Ab August 1992 war er Nazir Umure Kharja. Und danach, als ich zum Kalifen wurde, habe ich ihn zum Nazir Allah ernannt und auch Amir Mugami Rabwa. Und er hat diesen Dienst auf eine sehr großartige und auf die beste Art und Weise absolviert und auch Mitglied des Majlis-e-Iftar war er. Auch von Kazabud war er Mitglied. Das Hajj hat er auch absolvieren dürfen. Gott hat ihn dazu befähigt und dies für ihn ermöglicht. Sein Nikah wurde am 26. September 1955 durch den zweiten Kalifen Rasul Anhu verlesen. Das waren mehrere Nikahs, die dort verlesen wurden. Und über ihn hat Hazrat Khalifat Masih Sani Rasulat Aranho in der Ansprache des Nikahs gesagt. Und diese Worte sind wie folgt. Hazur sagt über Hazrat Mirza Khurshid Ahmad Sahib, dass auch dieser Junge aus unserer Familie ebenfalls Waqf ist. Und Mirza Aziz Sahib, also der Vater von Mirza Khurshid Sahib, hat durch Allah die Befähigung gehabt, ihm eine gute Bildung zu ermöglichen. Und er wird sein Masters in Englisch machen. Man sagt, dass er sehr gut ist in diesem Fach. Ich beabsichtige ihn als Lehrer am College einzusetzen. Und so würde er auch in der Abteilung Übersetzung mitwirken dürfen. Allah hat ihn mit 6 Söhnen gesegnet und 4 Söhne von ihm sind Waqfe Zindagi. 2 sind Ärzte und ein Sohn von ihm ist in Wazarat-e Talim und ist auch PhD. Und einer ist in Nashib-e Kanuni Büro als Mitarbeiter angestellt. In vielen Unterorganisationen durfte er in verschiedenen Ämtern seinen Dienst für die Jamaat erbringen. Und auch Sadr Ansarullah war er für eine Zeit. Sein Sohn Mirza Sultan Ahmad schreibt, dass er den zweiten Kalifen sehr geliebt hat.
einige Jahre zuvor hat er, vor einigen Jahren hat er auch Herzprobleme bekommen, die stets gestiegen sind. Und er war auf einer Reise, als ihm plötzlich schlecht wurde in Okada. Und sein Sohn mit Dr. Nuri Sahib hat ihn abgeholt. Und auf dem Rückweg sah Mirza Khurshid einmal Zeit zu ihnen. Ich war dabei zu beten, dass ich habe im ganzen Weg gebetet, dass ich es schaffe, dort anzukommen, wo ich in einem Ort bin, wo ich in den Füßen des zweiten Kalifen mein Leben beenden kann, dass ich ja den Ort erreiche. Das war mein Gebet. Dann schreibt er weiter, der Sohn von ihm, als er sehr krank wurde, ist er eines Tages aufgewacht und war sehr besorgt, dass er einen Traum gesehen hat, dass einige Menschen Vorwürfe und Anschuldigungen gegenüber dem zweiten Kalifen machen und niemand diese erwidert. Und das hat ihn sehr traurig gemacht und deshalb ist er aufgestanden und war sehr besorgt. Und er pflegte sehr oft zu erwähnen, dass die Gegner den zweiten Kalifen mehr feindselig gestimmt sind als dem verheißenen Messias Islam. Und diese Einschätzung ist sehr richtig, sagt Hazur. Denn der zweite Kalif, Rasulullah Anhu, hat das Nizam des Jamaats, die organisatorischen Strukturen des Jamaats formuliert und errichtet. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte die Jamaat nicht so auf diesen Weg voranschreiten können. Und die Feinde der Jamaat sind dem zweiten Kalifen gegenüber feindseliger, weil er eben dieses starke Nizam der Jamaat gegeben hat und für die Jamaat errichtet hat. 1974, die Mannschaft, die für die Prozesse, die der dritte Kalif ernannt hat, auch darin, wie gesagt, durfte er dienen und auch mit dem Kalifen der Zeit in Qasr Khilafat an seinem Wohnort bleiben. Und er ist wöchentlich fast gar nicht nach Hause gegangen, nur für eine Stunde ist er in der Woche nach Hause gegangen und seine Kinder sind auch selbst zu seinem Arbeitsplatz gekommen, um ihn zu treffen. Er sagte, dass er sah, dass Hazrat Khalifa Masih Salis mehrere Nächte nicht geschlafen hat und diese einfach im Sitzen verbracht hat und nur im Sitzen kurz eingenickt oder sich ausgeruht hat. Und es war eine Zeit, in der alle, die mit ihm auch beschäftigt waren, mehrere Nächte hintereinander durchmachen mussten, immer wieder. Ein Sohn sagt über ihn in der Zeit, in der schweren Zeit von 1984, war er auch in der Mannschaft von Hazrat Khalifa Masih Rabi Rahimullah beteiligt. Und er pflegte zu erwähnen, also Mirza Khurshid Ahmad Sahib pflegte zu erwähnen, dass sowohl Hazrat Khalifa Masih Salis als auch Hazrat Khalifa Masih Rabi beide in sehr schweren Zeiten die Fähigkeit von Allah erlangt hatten, sehr ruhig zu bleiben und keine Panik zu kreieren. Ebenso trotz der Krankheit, als 2010 in Lahore die Attentate verübt wurden auf unseren Moscheen, in diesen panischen und Unruhesituation hat er die ganze Situation sehr gut gehandelt und organisiert. Und immer als die Janaza der Märtyrer kamen, ist er selbstständig hingegangen und hat diese geleitet.
und auch Hifz al-Muratib, also die Achtung der Ränge zu achten und zu respektieren, also die Ränge, die von Allah beschert sind, zu respektieren, lag ihm sehr zu Herzen und er achtete stets darauf. Einmal hat jemand mit dem Namen des heiligen Propheten nur ein Sword, also den Buchstaben Sword, für Sallallahu Alaihi Wasallam geschrieben und für den verheißenen Messias, das Alayhi Salam, gänzlich schriftlich ausformuliert. Und er hat eingegriffen und hat gesagt, dass es nicht gerecht ist, die Segnung des Heiligen Propheten mit einem einzigen Buchstaben abzukürzen. Und das wurde demnach verbessert. Auch bis zum Schluss seines Lebens pflegte er, jedes Gebet getrennt voneinander zu beten und die Gebete nicht zusammenzulegen. In den letzten Tagen, er war Nasr Allah und hat auch sehr viele Verantwortung gehabt, und in den letzten Tagen seines Lebens hat er sich stets nach den Prozessen, in denen die Jamaat gezwungen war, verwickelt wurde, immer wieder nachgefragt, wie es dort weitergeht, wie der Stand der Dinge ist, und war sehr auch besorgt darüber. Alle Mitglieder des Gremiums und Mitarbeiter, wenn sie ihn eingeladen haben zu frohen Anlässen oder zu traurigen Anlässen, ist er immer gegangen und hat das als eine Pflicht gesehen, die er im Namen des Kalifen absolviert. Obwohl er sehr krank und sein gesundheitlicher Zustand sehr labil war, ist er rechtzeitig zu seinem Büro gekommen, und als er einmal in das Büro kam, hat er sehr viele Abwesenheiten festgestellt und hat dann ein Rundschreiben rausgegeben und gesagt, wenn ich rechtzeitig zum Büro kommen kann, wieso können viele andere nicht zum Büro kommen? Obwohl er diesen Stand hatte, auch mit etwas härter die Menschen zu ermahnen, pflegte er stets mit sehr viel Liebe die Menschen zum Rechten zu ermahnen. Er hat von einem Vertreter von Anjuman, er war der Vertreter von Anjuman, als eine Situation war, dass in Lahore ein Janaza geleitet werden musste. Und Hazrat Musarrab war auch vor Ort, aber weil er der Vertreter von Anjuman war, hat Hazrat Musarrab darauf bestanden und ihm gesagt, Sie sind der Vertreter von Anjuman, Sie sollten diese Janaza leiten. Mukarram Ghulam Ahmad Sahib schreibt weiterhin, dass in der Zeit von 1974 er zwei, drei Monate beim Khalifa Salis geblieben ist und auch dort residiert hat. Nach drei Monaten hat Hazrat Khadifim Salis ihm gesagt, du kannst jetzt wieder zu Hause wohnen, aber du musst jeden Tag zum Frühstück bei mir sein. Und er hat dann gleich zum Frühstück mehrere Aufgaben von Hazuraktis bekommen, die er mit sehr viel Verantwortung erledigt hat. Nach dem Tod von Khalifatul Masih Salis, dem dritten Kalifen, Rahimullah, als Hazrat Khalifa Musarrab zum Khalifa ernannt wurde, am zweiten Tag ist der Ring des vierten Kalifen verschwunden und man konnte ihn nicht finden. Und er wurde gerufen und hat gesagt, dass Mirza Khurshid Ahmad Sahib ist der Getreue von mir als Kalifen und auch von jedem Kalifen gewesen. Deshalb hat er die Aufgabe bekommen, diesen Ring zu finden. Und er hat ihn, Alhamdulillah, auch gefunden. Im letzten Jahr ist seine geliebte Ehefrau verstorben und er ist danach auch noch kranker geworden. Und seine Herzbeschwerden nahmen auch zu. Ich habe ihm auf Jelsa auch gesagt, dass er
hierher kommen soll. Er hat mir gesagt, vielleicht bin ich nicht in der Lage, diese Reise anzutreten, aber nichtsdestotrotz ist er zur Jalsa gekommen und hier ging es ihm auch besser und er war auch sehr gut, sein gesundheitlicher Zustand wurde auch besser und er kam auch jeden Tag mich zu besuchen und jeden Abend haben wir uns gesehen und Mukadama Fawzia Shamim Sahiba Sadr Lajna Lahore schreibt, das ist die Tochter von Amtul Hafiz Begum Sahiba, die jüngste Tochter von Muslim war. Nachdem er als Nasr Allah ernannt wurde, sind seine Fähigkeiten und seine Vorzüge erst recht haben sich erst recht offenbart und sie sagt, ich habe sehr oft Anträge gehabt, dass es viele Bedürfnisse hinsichtlich des Mariam Funds gibt und er hat, als ich ihm meine Sorgen dann immer offengelegt habe, hat er mir immer gesagt, dass ich das Geld von Amir Sahib Lahore nehmen kann und er wird es ihm nachschicken und sie sagt, dass ein Mädchen aus einem Dorf sehr auf einem falschen Weg geraten ist und sie hat mit ihm gesprochen und er hat daraufhin ist er nach Guardian gegangen und hat in Beto Dua sehr viel für dieses Mädchen gebetet und infolgedessen hat Allah Ta'ala dieses Mädchen wieder auf den rechten Weg gebracht und dieses Mädchen hat dann auch rechtmäßig geheiratet und er hat dieses Mädchen auch mit Schmuck beschenkt und immer als sie schreibt, immer als ich um Rat benötigte, hat er mir immer mit sehr viel Liebe Ratschläge geteilt und möge Allah ihm hohen Rang im Paradies gewähren und auch in der Familie des Verheißenen Messias Islam Menschen vorbringen, die seinem Vorbild folgen. Als das College, Talim Islam College, nach Rabwa von Qadian verlegt wurde, kamen die Englischlehrer nicht mit und diese Abteilung wurde durch Mirza Khurshid Ahmad Sahib aufgenommen und wieder instand gesetzt und er hat das sehr gut gemacht. Er hatte eine sehr liebe Persönlichkeit in der Zeit von College, Jalsaslana, Khudamlem, Dia, Ansarullah, in allen Zeiten hat er mir stets geholfen und immer kooperativ gewesen. Er hat den Menschen individuell sehr viel geholfen, ob es Hochzeiten sind oder andere Anlässe, war er den Familien immer beigestanden. Die Mitarbeiter von Wazarat Ulia, davon schreibt einer, dass er sehr viele gute Charaktereigenschaften hatte. Alle können hier nicht erwähnt werden. Er hat die Menschen sehr geliebt und war sehr liebenswert zu ihnen. Und war sehr demütig, hatte eine sehr einfache Persönlichkeit. Er war eine sehr liebenswerte Persönlichkeit und ich hatte die Möglichkeit, unter ihm zu dienen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass er wegen irgendeinem Anlass Frust geäußert hat und getadelt hat. Wenn immer wir einen Fehler machten, hat er uns mit sehr viel Liebe ermahnt. Weiterhin schreibt er, dass er
trotz seiner Krankheit den Dienst für die Jamaat und die langen Reisen auf sich genommen hat. Und er hatte eine sehr innige Beziehung zu Allah Ta'ala gehabt. Und das habe ich sehr oft erfahren. Immer wenn eine bedürftige Frau kam, hat er sie immer vorgelassen. Und wir haben sie vor zu ihm gelassen und er hat immer mit sehr viel Proviant ausgeholfen. Und nachdem die Frauen nach Hause gingen, hat er uns befohlen, zu ihnen zu gehen und nach weiteren Notwendigkeiten und Bedürfnissen zu fragen, ob es ihnen tatsächlich gut geht und sie ausreichend geholfen wurden. Also es war ihm nicht nur danach, dass das vorgebrachte Bedürfnis der Bedürftigen geholfen wurde, sondern er hat auch ein System gehabt, das nachprüfen zu lassen, ob die Bedürfnisse tatsächlich in der alltäglichen Praxis erfüllt wurden. Wenn irgendjemand, er besaß die Fähigkeit, sehr geduldig die Anliegen der Menschen zuzuhören und dieses geduldiges Anhören von den Problemen und Bedürfnissen der Jamaat-Mitglieder ist die Aufgabe eines jeden Jamaat-Amtsinhaber, denn sehr oft ist es so, dass allein durch Zuhören die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden können. Eines Tages kam jemand zu ihm und hat sein Anliegen ihm auf eine sehr nicht respektvollen Art und Weise ihm gegenüber geäußert. Und derjenige Herr, der neben ihm stand, fand es sehr schlecht, wie der Bedürftige sein Anliegen geäußert hat. Und als er eingeschritten hat, hat er gesagt, nein, lassen Sie ihn, das ist in Ordnung so. Und sein Gedächtnis war auch sehr lobenswert und sehr beneidenswert. Sein Gedächtnis war wirklich außergewöhnlich und seine Denkweise war sehr administrativ. Und wenn Fälle schon Monate zurücklagen, die erledigt, abgeheftet wurden, ist irgendwann wieder Bezug darauf genommen worden im Prozess eines anderen Falls, dann wusste er ganz genau die Einzelheiten dieser Fälle. Das heißt, also die ganzen Fälle und Ordner der einzelnen Fälle beherrschte er, was ihre Inhalte waren. Gazar sagt, dass ein Mann, der unbedingt Talak sich trennen wollte von seiner Frau, und die Frau verlangte, dass er ihm dann ihre Gelder zurückgibt, die er von ihr genommen hat. Und dieser Mann sagte zu ihm, man hat Mirza Khurshid Sahib gesagt, dass wenn das Geld das Problem zwischen den beiden ist, dann würde Mirza Khurshid Ahmad Sahib selber dieses Geld entrichten, damit sie wieder sich versöhnen. Und so entrichtet er das komplette Geld, was er seiner Frau geschuldet hat. Und Mann und Frau lebten friedlich wieder zusammen. Es ging um eine Ausnahmegenehmigung für eine Frau in ihrem Anliegen. Und man hat ihr gesagt, dass diese nur bei Mirza Khurshid Sahib einzuholen ist, bei Nasre Allah. Und sie dachte sich, er ist ein so beschäftigter Mensch, wie würde er sich nur meinem speziellen Fall annehmen. Aber als wir bei ihm waren, hat er wie ein lieber Vater unserer Sache sich angenommen und unser Anliegen auch erledigt. Und der Kontakt zu Mirza Khurshid Ahmad Sahib hat, sagt die Dame, unser Glauben in Allah gestärkt. Weiterhin heißt es, er war ein sehr großartiger
Organisator und war sehr gerecht und war seinen Verantwortung sehr bewusst und hat sie mit sehr viel Bewusstsein, Verantwortungsbewusstsein erfüllt. Er schreibt, dass ich einst in seinem Büro saß und zwei Frauen kamen zu mir und sagten, dass Mir Sahib, also Mirza Khurshid Ahmad Sahib, uns zu ihnen geschickt hat und wir uns soll geholfen werden. Und er sagte, als ich das Anliegen der Frauen mir anhörte, schreibt der Herr, entschied ich, ihnen nicht von der zentralen Budget auszuhelfen, sondern von dem lokalen Budget, und schickte sie wieder zurück zu Mir Khurshid Ahmad Sahib. Und er sagte, dass am nächsten Tag Mirza Khurshid Sahib ihn selbst angerufen hat und gesagt hat, ich habe ihnen zwei Damen zugeschickt, damit sie ihnen helfen, und sie haben sie mir zurückgeschickt. Und jetzt ich erwiderte, weil ich diesen Frauen bereits auf lokaler Ebene geholfen hatte, deshalb habe ich diese Frauen zurückgeschickt, aber Mir Khurshid Ahmad Sahib setzte sich wieder für die Frauen ein, und diese kleine Vorkommnis zeigt, wie sehr er die armen Menschen zu helfen bestrebt war und wohltätig war. Und es war nicht so, dass er einfach die Anliegen und die Anträge erledigt hat, sondern hat den ganzen Fall nachverfolgt, ob tatsächlich dem auch Folge geleistet wird und die Anliegen der Menschen auch tatsächlich in der Praxis erfüllt werden. Die Amtsinhaber, wenn sie diesem Vorbild folgen, dass sie nicht die Sachen einfach versuchen von sich wegzumachen und unerledigt dazulassen, sondern mit diesem Verantwortungsbewusstsein zu erledigen, dann würden wir große Fortschritte machen. Bis zum Schluss seines Lebens hat er bewiesen, wie Treue gegenüber und Gehorsam gegenüber dem Khilafat aussieht, und er hat sein ganzes Leben den Rechten Allahs und den Rechten der Menschheit zu erfüllen gewidmet. Genauso heißt es, dass er für das gemeinsame Gebet ein großartiges Vorbild für alle war. Als er zum Sadr Ansarullah genannt wurde, hat er in jedem Meeting auf Namaz Bajmat und das Verrichten des Gebetes aufmerksam gemacht. Manche, sagte er, würden sagen, dass ich ständig das wiederhole. Aber was soll ich machen, sagte er, solange das nicht richtig erfüllt wird von uns allen, bin ich verpflichtet, in meinem Amt stets da daran hinzuweisen. Genauso pflegte er zu sehr heißen und zu sehr kalten Tagen immer sein Büro aufzusuchen. Er kam sehr regelmäßig und immer zum Büro und war ein großes Vorbild für uns alle. Ein Mitarbeiter von ihm, von Wazarat-e Ulia, schreibt, er hat es geschrieben, dass es sehr schwierig ist, seine Liebe und seine
Gnaden, die er uns gegenüber zeigte, zu vergessen. Er hat stets den Dienst der Jamaat über seine eigenen Bedürfnisse gestellt. Und als er einmal ins Büro kam, hat er Atemprobleme gehabt. Und man hat gemerkt, dass er sehr viele Schwierigkeiten hat zu atmen. Aber er hat alles versucht, das zu unterdrücken. Und Mr. Khurshid Samad Sahib sagte, mir geht es heute nicht so gut. Vielleicht werde ich etwas früher nach Hause gehen. Ich werde nicht die ganze Zeit hier vor Ort sein können. Das heißt aber nicht für ihn, dass er zu Hause seine Arbeit nicht komplett erledigen würde. Deshalb sagte er zu seinem Mitarbeiter, er möge bitte die ganzen Unterlagen und die ganzen Briefe zu ihm nach Hause bringen. Und als ich ihm sagte, Ihnen geht es nicht gut, wir würden das später von Ihnen erledigen lassen, aber er sagte, nein, das ist meine Pflicht und das muss erledigt werden. Und danach hat er damit hat er seinen Nachfolgern und allen anderen, die Dienst für die Jamaat erbringen, ein Vorbild hinterlassen, wie in Wirklichkeit der Dienst der Jamaat zu erbringen ist. Ein Murabbi Sahib sagt, er pflegte es in Ramadan, seinen Kopf nach unten zu senken und sich in dem Dars des Heiligen Koran zu vertiefen, in Andacht Gottes sich so aufzuhalten. Und jeder, der in Rabwa ist, ist ein Zeuge dieser Haltung von ihm. Er schreibt weiterhin, einmal war ich sehr besorgt und dieses Anliegen, was ich zu erledigen hatte, war sehr, sehr schwierig. Ich habe nur noch gebetet und bin zu Mr. Khurshid Ahmad Sahib ins Büro gegangen. Und obwohl er sehr beschäftigt war, hat er mir Zeit gewährt, als ich ihm dieses Anliegen vor ihm äußerte, hat er mit sehr viel Freude das angenommen und hat mir sehr viel Zeit gegeben und er hat eine großartige Liebe mir gegeben. Und danach, als ich aus seinem Büro herausgegangen bin, habe ich gemerkt, wie die ganze Last von mir abgefallen ist. Und diesen Trost, die er mir gegeben hat, war einfach bezaubernd. Und diese Art von Trost und Beistand und Hilfe muss jeder Amtsinhaber in der Jamaat imstande sein, seinen Mitarbeitern geben zu können. Einmal hat er gesehen, dass er gegen die Beten bzw. gegen die Grünanlage von Mirza Khurshid Ahmad Sahib gekommen ist und so die Pflanzen dort kaputt gemacht hat. Und als er aufsah, war Mirza Khurshid Ahmad Sahib selber dabei, den Pflanzen Wasser zu gießen. Und als ich dann auf dem Boden noch lag, kam er zu mir bereits und fragte, oh mein Sohn, hast du dir wehgetan? Bitte achte auf dein Leben und auf deine Gesundheit. Er sagte, wenn es ein anderer Mensch wäre, der mit so viel Liebe seine Grünanlage gepflegt hätte, bestimmt getadelt hätte. Ein weiterer Murabbi Sahib sagt, dass er sehr demütig war und immer stets immer betont hat, dass er sehr wenig Wissen besitzt. Ein aus der Jamia Ahmadi Rabwa heißt es, dass er zu dem Convocation zu den Studenten gesagt hat, wie solle ich etwas vor den Jamia Absolventen und den Murabbiyan etwas sagen, während ich mein ganzes Leben gewohnt bin, mich von ihnen ermahnen zu lassen. Er sagte, ich werde nur so viel erwähnen,
das, was das Wichtigste ist, und würde mich darauf beschränken. Und das ist, dass alle Anweisungen, die der Kalif der Zeit gibt, diese sollten mit sehr viel Bedacht gehört und umgesetzt werden. Und möge Allah uns alle befähigen, sagte er, dass wir diesen Ermahnungen, an diesen Ermahnungen festhalten und dem Kalifen stets treu dienen. Ein weiterer Murabisab sagt, es hat sehr viele Möglichkeiten gegeben, mit Mir Sahib, also Mirza Khurshid Ahmad Sahib, zu treffen. Er war sehr lieb und stand stets auf, wenn jemand in sein Büro kam, um ihn zu grüßen, ob es ein kleines Kind war oder ein älterer Mensch. Jeder, der zu ihm kam, ihn begegnete er mit sehr viel Liebe und unterbrach seine wichtigen Aufgaben, die er erledigte, und widmete ihm volle Aufmerksamkeit. Jeder, der mit seinen Bedürfnissen zu ihm kam, arm, reich, Amtsinhaber oder Jamaat-Mitglied, jedem hört er auf so eine solche Art und Weise zu, dass die anderen sofort wussten, dass ihre Anliegen in guten Händen sind und akzeptiert werden. Dr. Sahib sagt, dass einem Patienten die Hälfte seiner Behandlungsgebühr, seiner Herzoperation erlassen wurde, als er aber für die gegen der anderen Hälfte zu Nasir Sahib ging, Mirza Khurshid Ahmad Sahib, hat er ihm auch die andere Hälfte erlassen. Das war also die Liebe, mit der er den Menschen gegenübertrat in ihren Bedürfnissen. Unter Behandlung war in dem Krankenhaus, hat er den auszubildenden Pflegekräften gesagt, dass bitte nehmen Sie von meinem Sohn, hat er zu jemandem gesagt, dass er von dem Sohn, von seinem Sohn Geld nehmen möge und all den Pflegekräften ein Sweatshirt, einen Pullover kaufen sollte. Manchmal sind Gefühle so, dass man sie Angesicht zu Angesicht kaum äußern kann. Und er schreibt, dass er seine Gefühle, sich von seiner Familie zu trennen, auf dem Weg zum Krankenhaus ebenso einschätzt. Und weiterhin heißt es, dass er das Khilafat sehr, sehr liebte und auch das Teilhard-Institut lag ihm sehr zu Herzen. Und er sagte einst, dass das Teilhard-Institut das Kind des Kalifen ist und das muss dementsprechend gepflegt werden, damit es buchstäblich die Heilstätte für die Kranken wird. Deshalb bete er täglich dafür, dass die Wünsche des Kalifen bezüglich des Teilhard Krankenhauses immer in Erfüllung gehen. Und der Bericht, den Nuri Sahib mir, sagt Mirza Khurshid Sahib, zugeschickt wurde, sagte er zu ihm, haben wir überhaupt irgendwas weiteres an Hasur zu berichten, außer Krankheit und Besorgnis? Auch viele andere Menschen haben seine Charakterzüge in Briefen an mich geschrieben und insbesondere seine Demut hat jeder erwähnt, auch die Liebe zu Khilafat hat er meiner Frau gegenüber, sagte Sudak, das so geäußert. Und meine Frau, sagte Sudak, das hat zu Mirza Khurshid Ahmad Sahib gesagt, für den Kalifen beten Sie bestimmt, bitte beten Sie auch für mich und für meine Kinder.
Und er sagte, für den Kalifen insbesondere pflege ich zu beten, aber auch für die Familie pflege ich immer regelmäßig zu beten, die Familie des Kalifen. Er hatte einen sehr großartigen Umgang mit Gehorsamkeit gegenüber seinen Angestellten, seinen Vorgesetzten. Als ich wir hatten einen Hasurak, das sagt, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit, und er hat mit etwas Vehemenz seine Meinung mir gegenüber geäußert. Und als er nach einigen Tagen zurück aus London kam, das war vor der Zeit, als Hasurak das zum Kalifen ernannt wurde, kam er direkt zu mir und hat gesagt, ich habe mich nicht respektvoll benommen. Ich habe einen Fehler begangen, dass ich nicht den rechten Ton hatte, meine Meinung ihm gegenüber zu äußern. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass das überhaupt nichts ausmacht und so, hat er darauf bestanden, dass er sich bei mir entschuldigt. Und das war seine Demut. Und auch die Reform des Islam hat er stets sich und seinem Hause angefangen und nicht angefangen bei anderen. Vor einigen Jahren habe ich der Familie des verheißenen Messias Islam einen Brief geschrieben, und ich habe einige Beschwerden, die mich hier erreicht hatten, erwähnt und sie dazu ermahnt. Und als ich diesen Brief nach Pakistan schickte, ich habe Mirza Khushidama Sahib gesagt, alle Verwandte, Familie des Weißen Messias Islam, die in Pakistan ist, zu versammeln und gemeinsam vor ihnen diesen Brief vorzulesen. Und er sagte zu mir, meine eigenen Kinder sind von diesen Sachen nicht ganz rein, die hier erwähnt wurden, Hasur, von ihnen. Er begann damit, dass ich insbesondere meine eigene Familie in Verantwortung ziehe und dann das an alle anderen richte. Und wir sollten alle gemeinsam versuchen, die Worte des Kalifen zu beherzigen und eine Besserung in uns stattfinden zu lassen. Auf diese Weise zeigte er Gehorsam dem Kalifen gegenüber. Möge Allah ihm einen hohen Rang bescheren und seinen Nachfahren sein Vorbild und die Verbundenheit mit dem Khilafat ebenso bescheren. Mukarram Mirza Anas Sahib hat mir geschrieben über ihn. Das ist der älteste Sohn von Hazrat Khalifat al-Masih Salis, Rasulullah Ta'ala Anhu. Er sagt, Bahi Khurshid, also Bruder Khurshid, war derjenige, der in den Füßen des Khilafats bis zum letzten Tag gesessen hat und sich und seinen Dienst für die Jamaat erwiesen hat. Möge Allah ihn dafür belohnen. Er hat seine Verantwortung vollkommen erledigt. Und das ist genau richtig, sagt er so reaktes. Möge Allah auch uns allen befähigen, unsere Verantwortung zu erfüllen und ihr nachzukommen. Ich werde auch das Namaz Janaza Raib nach dem Namaz Jumma leiten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.